Hallo und herzlich willkommen, nicht zu einer weiteren Folge Radio Ravnica, aber mit meinem lieben Co-Host Robin. Wir machen Booster auf, bei mir auf dem Channel. Hallo. Ist das cool? Es wird mal wieder Zeit, ne? Yes, es sind schon wieder absolut 12.000 Sets rausgekommen. Ja, wir haben auch schon wieder einen ganzen anderen Stapel an Karten hier noch liegen. Und da fehlt, glaube ich, wir sind sogar fast aktuell. Aber bis das Z-Video rauskommt, ist das nächste doch schon wieder rausgekommen. Genau. Wir machen Booster auf. Und zwar immer wieder so ein bisschen bei mir auf dem Channel an Openings. Normalerweise seht ihr uns in einem Podcast-Setup. Genau. Seht ihr uns bei Robin. Oder ihr seht den Robin, wenn er coolen Pioneer-Stuff macht. Oder montags streamt auf Twitch. Dementsprechend schaut da mal rein. Wir haben wunderschöne Booster, 6 Stück an der Zahl. Brothers War. Juckt gefühlt auch keinen mehr. Aber es ist so ein schönes Set. Es gibt so schöne Karten, die da drin sind. Und natürlich, bevor wir uns hier auf die Karten stützen. Tabernakel war Dominaria United. Stimmt. Genau, das war schon das Vor. Was hast du denn da für eine fabelhafte Playmat? Die Playmat. Die muss ich aber kurz hinweisen. Playmat habe ich vor Ewigkeiten von Tensorat mir machen lassen. Großartig. Und ich habe gehört, du hast jetzt auch eine. Genau, das ist mein Original Tim Soat. Da gibt's gar nicht so viele von und ich bin sehr froh. Bei dir ist ja dein Anubis, der auch dein Channel-Logo schmückt. Genau, bei mir ist es die gute Feather, meine Lieblings-Magic the Gathering-Karte. Und es ist fabelhaft geworden. Hier, ich wollte einfach nur mal kurz zeigen, wir haben natürlich wieder geguckt, was für Playmats zeigen wir. Und da auf jeden Fall auch nochmal der Hinweis: Tim Soat macht das ganz, ganz fabelhaft. Folgt dem auch übrigens bei Instagram und YouTube und überall. Auf jeden Fall. Lustigerweise, normalerweise haben wir immer die Radio Ravnica-Matten genommen. Das funktioniert gerade nicht, weil wir haben noch keine Matten mit dem neuen Logo. Ja, wir müssen die unbedingt mal drucken. Aber ja. Jetzt Booster, oder? Booster. Legen wir los. Wie immer, wir machen die komplett gleichzeitig auf. Wir schauen ein bisschen rein. Ich werde hin und her zoomen, wer was Cooles gezogen hat, wer was nicht so Cooles gezogen hat. Wir machen Set-Booster auf, by the way. Genau. Für die Leute, die es wirklich interessiert, was hoffentlich eine Menge Leute sind. Wieder mit Artkarten. Full Art. Ich muss auch sagen, die Qualität der aktuellen Basic Lands, die wir so haben, die macht es mir noch mal bewusst, dass ich mir keine Secret Lair kaufen werde mit nur Basic Lands. Also, absolut nicht. Davon gibt es mittlerweile wirklich mehr als genug coole Karten. Der Third Path Ironclad, davon brauche ich noch 3. Du hast den zweiten, wie heißt der? Young Pyromancer. Yes. Genau, Young Peasy bekommen. Oh, da habe ich schon direkt die erste Old Border-Karte. Wisst ihr noch? Yes. Brothers War mit Old Border? Ja, wo Old Border noch cool war. Genau, du hast sogar eine spielbare Karte. Ja, das stimmt. Und ein Ursa Lord Protector. Der ist tatsächlich gar nicht mal so wenig wert, ne? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ist das dieser Yao? Das ist dieser Flip-Typ. Genau, das ist der Flip-Walker. Spannend. Was hast du da? Den Simeon Simulacrum. Nicht viel wert. Aber schöne Magic-Karte. Ja, und ich habe noch, das, was du gerade eben hattest, habe ich jetzt noch mal voll. Ja, okay. Ich habe nur den Third Path Servant. Eine random Foil und einen Token. Ja, mehr Token. Aber es geht doch schon mal gut los bei dir. Ja, das stimmt. Vom Set kriegt man aber auch gar nicht mehr so viel mit. Also es ist so krass. Ja. Auch dieser Aufschrei, dass wir jetzt Magic the Gathering / Transformer haben und so, juckt ja gefühlt niemanden mehr. Ja, die sind ja auch irgendwie ganz weird nur angekündigt worden sein. Und ich muss halt auch wirklich leider sagen, ich finde ja Brothers War, es ist ein schön flavorful Set, ne? Aber ich finde das Set nicht besonders gut. Ich finde das Draft, sehr schön. Du hast es auch mit den Voll-Basic-Lands. Mit den Voll-Basic-Lands. Oh, hier ist dein ganz, ganz reguläres drin. Ich wusste gar nicht, dass man die überhaupt ziehen könnte. Ja, ich weiß auch nicht, warum es die überhaupt noch gibt, ehrlich gesagt. Aber, ich auch nicht. Echt nicht. Naja, aber ich finde das Set gar nicht so gut, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Wait. Oh, was hast du denn da? Das ist eine Commander-Karte. Oh, Discipline of Caliban Nin. Also, stimmt. Oh Mann, ich vergesse es immer, dass man hier auch mittlerweile Commander-Karten in diesen Set-Boostern ziehen kann. Ja, und das sind neue Designs aus den Decks, oder? Nee, eben genau, nee, weiß ich gar nicht. Das ist eine gute Frage. Ich meine nicht. Ich glaube, ich kenne sie nicht aus dem Commander-Deck von Brothers War. Weil dann wäre sie outboardert, oder? Stimmt. Aber sind die dann auch Oldborder, wenn sie dann ich in den Set-Booster sind? Keine Ahnung. Irgendjemand wird mir das in die Kommentare schreiben. Ja, Wizards of the Coast macht doch eure Produkte noch komplizierter. Damit wir gar nichts mehr checken. Ja. Und ich habe eine. Da haben wir doch schon was.
Ja, nicht viel wert, aber ein Ding. Aber bei dir, Ich habe eine Rare Old Border. Adaptive Automaton. Ist der gut? Ich finde ihn als Karte sehr cool, weil er in jedes Tribal Deck rein kann. Er kann halt, du spielst ihn halt, sagst ein Tribal an und alle kriegen +++. Ah, also so ein klassischer 3-Mana-Lord für alle. Ja. Ja, ich habe hier so ein Transformer. Ist der Flip? Die sind leider nicht viel wert, also wirklich nicht. Das ist. Ja, der Crawler Flip, ne? Ist auch nicht viel wert. Ja, genau, stimmt, der ist Flip als Polizeiauto. Ja, klassische Magic-Karte, der Transformer. Der Tüter. Ja, der Crawler ist leider nicht viel wert. Und, ja. Alter, was ist das denn? Ey, du hast ja wirklich ein Hammer-Pack da. Da kann ich ja hier direkt einpacken mit meinen. Ich weiß gar nicht, was diese Engine ist, aber okay. Die Search-Engine, das ist dieser Evolved Sleeper, nur halt in Blau. Ah, yes. Den man aber so upgraden kann. Krass. Oder Figure auf was auch immer. Ja, Figure of Destiny. Figure of Destiny. Ja, krass. Was ist das denn? Ich habe hier so ein Painful Quandary. 5-Mana Enchantment. Whenever an opponent casts a spell, that player loses 5 life and lets they discard a card. Ich glaube, die ist ein Reprint und ich glaube, sie ist sehr cool im Commander. Ja, aber in anderen Formaten eher nicht. Nee. Aber auch noch keine. Ja, eher nicht. Aber wir hatten auch noch gar keine Listenkarte, ne? Nee, gar nicht. Ich war jetzt auch gerade sehr hyped auf die Listenkarte, aber irgendwie hatte ich dann hier so eine Flipkarte drin. Ja, leider. Nur eine Transformers-Karte und die Old Border-Karte natürlich. Ja. Aber und ich habe schon wieder geschafft. Ja, wir haben ja noch ein paar. Komm her. Oh, ach stimmt, das ist ja so ein Indikator. Ja, man kann das ja leider direkt sehen. Ich habe diese Punch-Out-Tokens. Was ist das denn für ein Artwork? Ist das Titanias Command? Okay, stimmt. Die Commands, die ja leider nicht so gut sind in dem Set. Nee, leider nicht. Wieder ein sehr schöner Forest. Was ist denn dein Eindruck von dem Set? Ist das was, was du dich nochmal sehen könntest, so retromäßig draften zu können? Gar nicht. Ja. Ich finde das Set einfach bad. Ich habe es damals schon bad gefunden. Oh, du hast, davor war doch die Diktusion nicht, die was zerstört. Nee, das ist der andere Loran. Ja. Das ist nur der Uncommon, der macht leider nicht so viel. Aber danach hast du tatsächlich eine Karte, die in meinem allerersten Legacy Magic Deck drin war. The Sword of the Meek. Yes. Ein Combo-Piece hauptsächlich, ne? Fair spielt man die auch gar nicht, ne? Nö, fair spielt man auch kein Magic, oder? Zumindest kein Legacy, ne? Nee, das stimmt. Bonesaw. Funry Inspector. Nicht schlecht. Land of Wastes, okay. Das ist nicht bad. Noch ein Old Border. Was hab ich hier? Quintus Spike. Auch wieder ein Equipment. Spannend. Und hey, du hast Urza, ich habe Mishra. Aber das ist nicht der Flip-Mishra, leider. Nee. Ich habe noch einen Demolished Field. Ja. Und leider noch eine Flip-Karte und keine Liste. Demolished Field in voll finde ich tatsächlich cool, kann ich für Defend Texas benutzen. Weil das halt so was Ähnliches ist wie im 80-Karten manchmal. Es hat das ähnliche Pendant zu. Gott, wie heißt denn die Karte? Irgendwer wird es mir in den Kommentaren schreiben. Es gibt die Karte auf jeden Fall schon mit anderem Namen. Und da wird sie im Modern ganz viel gespielt. Irgendwas mit Field. Field of the Ruin? Field of Ruin. Ist das der, die Non-Basics kaputt macht oder was macht die? Genau, Non-Basics zerstören und du und der Controller suchen sich Basics raus und bringen die ins Spiel und so. Wäre hier so Ghost Quarter und sowas, ne? Genau, das ist ganz cool. Hast du jetzt gesehen, dass die übrigens als Card Market als 100er Pack eingestellt haben? Kannst du 100 Stück random von den Dingern kaufen oder verkaufen? Wie teuer ist das dann? Ich glaube 300 Euro oder so, 2-3 Euro. Ja, okay. Ist fast schon okay. Ja, es ist ein okayer Preis dafür, dass man sonst ja nichts damit macht. Aber, weißt du noch, wie wir nicht wussten, wie gut die Karte ist oder wie schlecht die Karte ist und sie einfach hochgerated haben? Ja, aber die wird auch echt viel gespielt, zumindest in Pioneer und auch im Standard. Also tatsächlich so weit, dass man in Pioneer tatsächlich auch mehr Plains Dual Lands spielt, einfach nur, um das halt wirklich abzudecken. Okay, spannend. Ich habe einen cool. Artificer's Dragon, 6-Mana 4-4 mit Flying und Unearth. Interessant. Ja, der ist cool. Obligatorischer Ornithopter und Awaken the Woods. Das ist nichts. Der macht Tokens, die gleichzeitig auch Länder sind. Also X und 2 für eine Sorcery Create X 1/1 Green Forest Dryad Land Creature Tokens. Ich glaube, das ist sogar ein Hit, weil ich glaube, das wird in Commander sehr krass gespielt, weil du damit Landfall extrem viel arbeiten kannst. Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Krass. Ich habe Ursas Workshop. Spannend. Soulguide Lantern of Old Border. Kann man immer gut gebrauchen. Und kann ich blocken Zombie-Artefakt. Foil Rare. Ich hab sogar noch eine Foil Rare, eine Fade from History. Oh, die ist cool. Die ist wirklich auch cool.
who controls Bären, an artifact or enchantment creates a 2-2 bear creature token and destroy. Okay, krass. Ja. Also einfach so ein Sweeper für Enchantments und Artifacts. Ja, ist ganz cool. Und hier noch ein Monastery Swift Spear in voll. Oh, ich habe tatsächlich eine Karte von der Liste. Tatsächlich aber eine aus Adventures of the Forgotten Realms. Was ich mir denke, warum ist das in der Liste? Was soll tatsächlich, das? Tatsächlich, warum nicht? Kam gerade erst raus. Ja, das stimmt, das stimmt. Ach, ist ein Non-Creature, by the way, aber. Das heißt, das Artefakt? Ja, genau, es ist keine Kreatur, was du da gerade hast. Ja. Ja. Ah, es ist immer schwierig zu sehen. Ja, bei sowas. Das stimmt. Okay, letzten dann, zwei Booster. Yes. Bin gespannt. Also bisher ist es auch so, könnte schon wieder eine Listenkarte sein. Ach, oh, bei mir auch. Oh. So, was hältst du von diesen Artefakten eigentlich? Ich habe nachgefragt. Von diesen Skizzenzeichen? Ja. Ich finde die ganz cool. Sie fallen halt im normalen Artwork gar nicht so krass auf. Also, ja, das stimmt. Tatsächlich checke ich häufig gar nicht, was jetzt besonderes Artwork ist und was reguläres Artwork ist. Ja. So. Das ist auch so ein Problem, wenn man so viele verschiedene Versionen hat einfach. Oh, aber guck ja, mal. Ja, das stimmt. Nur Artefakte in den Commons und auch an Commons. Krass. Das ist crazy. Krass. Das ist wirklich krass. Sind die noch nach Themen sortiert eigentlich? Ja, ja, ne? Ja. Die haben noch eine Thematik drin, aber nur eine Karte nach der nächsten. Ah ja, okay. Tatsächlich. Und auch nur die Commons und Uncommons zusammen. Das ist ein Hit. Das ist ein genau, Karte. Da beschwere ich mich nie drüber. Ein neues Boots für mein Commander-Deck. Ja. Was hast du? Altwerf vielleicht. Oder auf Deutsch heißt die Karte übrigens Woanders Buttel. Woanders Buttel. Geil. Richtig, woanders geiler Buddel. Name. Ja. Sehr cool. Dann habe ich einen 1-1-1 Wurm mit Death Touch, mit Artefakten und Ich habe eine Silex, die Karte. Mal in Mono Green Pioneer gespielt wurde im Sideboard. Ich weiß gar nicht, ob man sie immer noch spielt. Weil kostet so die gut nicht ist weißes sie tatsächlich Mana? Nicht, aber bitte? Kostet die nicht weißes Mana? Ja, aber ich glaube, mit der diesem Ein-Mana-Enchantment, mit diesem Nissas aus, kannst du doch sämtliches Mana machen. Stimmt. Genau, und so kriegt man auch das andersfarbige Mana hin. Aber das ist eigentlich ganz cool, mit Ursas so rausholen und so weiter, ist natürlich nice. Ja. Da ist ein Mana-Dude. Reconstruction Thopter. Ja, und ich krieg sie alle. Oh mein Gott, das ist eine ja, eine Secret-Lair-Karte. Genau. Das ist noch aus dem hier Stranger Things Ding, ne? Yes. Genau, yes, wegen Friends Forever. Yes. Elmar Ulvenwald Informant. Ich glaube, das ist mittlerweile mein dritter oder vierter. Was eigentlich ziemlich cool ist. Ich habe die tatsächlich alle gesammelt. Ich habe sie alle. Und ich habe auch die Street Fighter Secret Lair tatsächlich alle. Ah, cool. Ja, die sind auf jeden Fall noch ein bisschen seltener, habe ich so das Gefühl. Yes. Ja, ich auch. Aber ich habe auch noch nicht so viel von dem Set aufgemacht, ehrlich gesagt. Ja. Okay. Guck mal, ich könnte schon wieder die Chance haben, ob ich wieder eine Flipkarte ziehe. Ah, ich hab keine dabei. Ich finde es interessant. Ich sehe auch ganz wenig Unterschriebene mittlerweile. Also die sind nicht seltener geworden angeblich, aber ich sehe weniger davon. Ja, aber ich muss auch sagen, von meiner Seite aus, ich mache auch deutlich weniger Booster auf im Moment. Ja, ich auch, das stimmt. Kann man sich ja heutzutage gar nicht mehr leisten, selbst wenn man das als exzessives Hobby auf YouTube macht. Stimmt. Other Soldiers kriegen bis 1-1. Soldiers ist kein Ding im Pioneer, oder? Nicht wirklich. Wobei ich schon an ein paar kompetenten Decks herumgebraut habe. Aber dann würde man den auch nicht spielen, tatsächlich. Vier Mana ist auch ein bisschen krass. Oh, wen hast du denn? Megatron. Megatron, eine sogar normale Magic-Karte. Ja, ja. Ganz normale Magic-Karte, der Megatron als Panzer. Der das ganz normale Magic-Karte. So, klassisches High Fantasy. Weißt du noch, als man sich bei den Godzilla-Karten beschwert hat, als Flieger im Hintergrund waren? Wahnsinn. Willkommen in 2023. Ja, Wahnsinn. Oh, guck mal, ich habe sogar eine Millstone-Art-Karte und einen Millstone als Kartenslot. Cool. Schon mal nicht schlecht. Das ist cool. Oh, Misery Shadow, das ist eine Playable-Karte. Da fehlen mir tatsächlich auch noch ein paar von. Ja, die sind halt in Rakdos, das ist ziemlich cool, weil zwei Mana und du hast halt eine Thread, die deinen Gegner auch schnell töten kann. Weil selbst wenn die krass, Turn 6 kommt, spielst du die für zwei, kannst du die für vier pumpen, so jederzeit, ne? Okay, das stimmt. Ist eine gute Ich habe Sculpting-Stil, das ist ganz gut. Oh, nice. Und Rootwire Amalgam, yo. XX Golem, dreimal die Stärke von seiner Power, okay. Krass. Irgendein Prototype-Ding. Aber ich würde sagen, voll. Bei dir war die Mythic-Dichte auf jeden Fall. Ich hab sogar tatsächlich eine Karte von der Liste. Geil. Fountainwatch.
5 Mana, 2, 4. Artefakte und Enchantments, die ihr kontrolliert, können nicht Ziel von Zauberfähigkeit werden. Das ist gar nicht mal so bad. Okay. Das ist wahrscheinlich was für so Enchantress Commander. Commander-Decks. Ich meine, kostet wahrscheinlich nicht die Welt, aber. Ey. Aber ja. Für dazu zu haben, ist doch cool. Also, ja, das stimmt. Das war schon, ziemlich Wahnsinn. Grade. Ich würde sagen, wir haben echt ein paar ganz gute Karten abgestaubt. Ich glaube, bei mir sind die besten Karten wahrscheinlich hier der Awake the Woods. Für mich persönlich Misery Shadow. Ja. Und ja, komm, die können wir noch hier hinpacken, damit die noch alle sehen. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Cyrillex ist, glaube ich, value-mäßig noch ziemlich groß. Ja, das wird ja auch noch gespielt, meiner Meinung nach. Genau. Ich kann es halt überhaupt nicht einschätzen. Ich weiß ja, dass diese Transformer halt nicht sind, eigentlich. Ja. Aus dem Shattered Glass. Sowas hier in Old Border Foil ist halt auch nicht viel. Chromatic Sphere und Sculpting Steel ist auch nicht mehr so viel. Die über die freue ich mich. Ja, absolut. Über die freue ich mich absolut. Den Ursa kann ich noch nicht einschätzen. Der Rest ist, glaube ich, eher so unterer schlechterer Bereich. Als ich in Sofia war, war der Ursa überall auf der Top-Buy-Liste ganz weit oben. Den haben alle Händler haben den händeringend gesucht. Der ist, glaube ich, wirklich so ein Commander-Ding. Also einfach flavormäßig der, glaube ich, tatsächlich sehr beliebt. Also ich glaube, das ist ein ganz guter Hit. Also man müsste es nochmal nachgucken, aber es ist auf jeden Fall cool. Ja. Wie immer für euch nochmal kurz der Disclaimer. Wir machen das auf, weil wir Spaß daran haben. Ja. Nicht, weil wir irgendwelchen Value rausziehen wollen. Natürlich ist es nett, Value zu ziehen. Aber wenn wir Value rausziehen wollen würden, dann würden wir Einzelkarten kaufen. Und, ja, definitiv. Wir machen das so ein bisschen für eure Unterhaltung und für den Spaß zusammen. Und wir lassen nochmal die alten Sets in dicken Anführungszeichen, nochmal Revue passieren und reden einfach mal so ein bisschen, wie sich das so gealtert hat. Weil man redet so viel über Preview-Karten, über Spoiler-Karten, über die Sets im Release. Aber wenn sie dann mal draußen sind, dann ist schon das nächste direkt da. Und das sind halt eigentlich mal ganz schöne Momente, um mal zu gucken, hey, wie hat sich das eigentlich so entwickelt? Lohnt sich das überhaupt noch? Und so zwei Monate nach Release gefühlt. Zwei Monate nach Release. Aber ja, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich mache immer ganz gern Booster auf. Auch wenn es nicht ganz sinnvoll ist, aber trotzdem, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Immer wieder gerne. Guck bei Robin vorbei. Da bin ich auch hin und wieder mal und der macht alleine auch sehr, sehr großartigen Content. Und gelegentlich. Ja, doch schon. Und wir gucken, dass wir noch, wir haben noch ein paar Sachen vor uns. Wir werden das jetzt einmal durchziehen, wenn ihr die anderen Videos seht. Wir haben dasselbe an. Nein, wir tragen nicht immer dasselbe. Wir nehmen das in einer Reihe auf. Und dementsprechend, wenn ihr das Video, wenn euch das gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr euch weiteres Zeug sehen wollt von mir, abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.